nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK. Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen bei den Autonews. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Anja Nowak. Alfa Romeo feiert Weltpremiere mit dem Mito. Alfa Mito heißt der neue Alfa Romeo im Kompaktformat und verbindet damit laut Hersteller die Vergangenheit und Zukunft der Marke. Mi steht für Milano, Mailand, die Stadt der Mode, in der die Formen des Fahrzeugs entstanden, und To für Torino, Turin, die Stadt der Technik, in der es gebaut wird. Als erstes neues Modell nach dem Alfa 8C Competizione übernimmt der Alfa Mito verschiedene Merkmale dieser Stil- und Technikikone. Dazu gehören die Form der rahmenlosen Seitenscheiben, der dreigeteilte Lufteinlass im vorderen Stoßfänger und die charakteristische Form der Scheinwerfer. Der Mito soll seine Kunden mit Raffinesse und italienischem Schick überzeugen. Als erster Vertreter seines Segments bietet er eine vernetzte Fahrdynamikregelung mit Zugriff auf Motor, Getriebe, Lenkung und Fahrwerk, die dem Fahrer zudem mit Dynamic, Normal und All-Weather drei Fahrprogramme für jeweils optimale Fahreigenschaften offeriert. Vier Benzin- und Dieselmotoren, alle in Kombination mit modernster Turbotechnologie, decken zur Markteinführung des Alfa Mito ein Leistungsspektrum von 90 bis 155 PS ab. In Italien wird der Alfa Mito ab Juli 2008 verfügbar sein. Für den Sommer 2008 ist auch der Verkaufsstart in Deutschland geplant. Dürr erhält Großauftrag in den USA. Der Lackiertechnikkonzern Dürr hat von der BMW Group einen Großauftrag für das US-Werk in Spartanburg erhalten. Der Auftragswert übersteigt laut Unternehmensangaben ein Volumen von 100 Millionen Euro. Bis 2012 sollen die Produktionskapazitäten von 160.000 auf 240.000 Einheiten pro Jahr erweitert werden. Das Projekt in Spartanburg ist damit der dritte große Umbauauftrag der BMW Group für Dürr seit 2003. Die 1996 von Dürr fertiggestellte Lackiererei soll ausgebaut werden, damit dort neben dem BMW X5 zukünftig auch das Nachfolgemodell des X3 sowie der X6 produziert werden können. Der Maschinen- und Anlagenbaukonzern Dürr erzielt rund 90% des Umsatzes mit der Automobilindustrie. Im Geschäftsjahr 2007 generierte Dürr mit 6.000 Mitarbeitern an 46 Standorten einen Umsatz von knapp 1,5 Milliarden Euro. Neues Motorprüfzentrum vernetzt Audi-Standorte. Nach erfolgreich absolvierten Probebetrieb wurde das neue Motorprüfzentrum am Audi-Standort Neckarsulm vor wenigen Tagen feierlich eingeweiht. 19 hochmoderne Motorprüfstände sollen künftig die Standorte des Konzerns noch enger miteinander vernetzen. Ziel des Motorprüfzentrums ist es, Motoren unter möglichst realitätsnahen und exakt reproduzierbaren Bedingungen auf Parameter wie Verbrauch, Abgas und Dauerhaltbarkeit zu prüfen und zu optimieren. Das Motorprüfzentrum zählt zu den modernsten und innovativsten technischen Einrichtungen im Bereich der Aggregateerprobung. Der Ingolstädter Autohersteller selbst spricht von einem Meilenstein für die technische Entwicklung von Audi in Neckarsulm. Audi lässt sich das neue Zentrum rund 42 Millionen Euro kosten. Seit Herbst 2007 sind die Werke Ingolstadt und Neckarsulm auf der Produktionsseite miteinander verbunden. Die sogenannte Drehscheibe sorgt für gleichmäßige Kapazitätsauslastung bei der Produktion des neuen Audi A4. Und auch auf der Entwicklungsseite sind die beiden Standorte mit Inbetriebnahme des Motorprüfzentrums künftig noch enger vernetzt. Resultat: Alle Motoren, die im Konzern entwickelt werden, können auf den Motorprüfständen in Neckarsulm Funktions- und Qualitätstests durchlaufen. Damit reagiere das Unternehmen auf die kontinuierliche Ausweitung der Motorenpalette und die steigende Nachfrage der Kunden nach höchst effizienten und verbrauchsarmen Motoren, so Audi. Ian Robertson wird Vorstandsmitglied der BMW AG.
Der Aufsichtsrat der BMW AG hat Ian Robertson mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Vorstandes der BMW AG für Vertrieb und Marketing berufen. Ian Robertson ist seit Februar 2005 Chairman und Chief Executive Officer von Rolls-Royce Motor Cars, einer Tochtergesellschaft der BMW AG im britischen Goodwood. Bis zur Bekanntgabe einer Nachfolge wird Ian Robertson die Leitung von Rolls-Royce Motor Cars beibehalten. Zuvor hatte der Aufsichtsrat der BMW AG dem Wunsch von Stefan Krause entsprochen, ihn von seinem Amt als Mitglied des Vorstandes für Vertrieb und Marketing freizustellen. Stefan Krause war über 20 Jahre bei der BMW AG und hat in dieser Zeit eine Vielzahl von unterschiedlichen internationalen Positionen bekleidet. Faurecia stellt neues Aprosis-Projekt vor. Wenn es nach dem Automobilzulieferer Faurecia geht, leben die Autofahrer der Zukunft im Falle eines Seitenaufpralls dank dem sogenannten Aprosis wesentlich sicherer. Das Advanced Protection System wurde in der letzten Woche in Spanien vorgestellt. Mit Partnern aus der Automobilindustrie und verschiedenen Forschungseinrichtungen hat Faurecia ein innovatives Sicherheitssystem entwickelt, das Kollisionen voraussieht und einen Seitenaufprallschutz aktiviert. So wird das Verletzungsrisiko erheblich vermindert. Allein in Europa gab es im Jahr 2006 fast 43.000 Unfalltote im Straßenverkehr. Bei 25% der Opfer war die Todesursache ein Seitenaufprall. Vor diesem Hintergrund rief die Europäische Union im Jahr 2004 das sogenannte Aprosis-Projekt ins Leben. Dazu wurde ein Team aus einem Hersteller, mehreren Zulieferern, darunter Faurecia und verschiedenen Forschungszentren und Universitätseinrichtungen aufgestellt. Wann das System für den Autokäufer zur Verfügung steht, konnten wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Erfahrung bringen. Eine Serieneinführung ist jedoch sehr wahrscheinlich. Und das waren Sie, liebe Zuschauer, die Autonews für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.